Ja, wer möchte das denn überhaupt wissen, was das Volk denkt? Also ich denke, der Politiker möchte wissen, was der Wähler von ihm hält und der Produzent möchte wissen, wie sein Produkt beim Kunden ankommt und der Tourist möchte vielleicht wissen, wie ein bestimmtes Hotel bewertet wird. Nun früher, in einer Welt ohne Computer, da verbreitete sich diese Information in Form von Klatsch und Tratsch im Hausflur. Da sagte nämlich Frau Meier zu Herrn Schmidt: Haben Sie schon gehört? Müllers haben den neuen Lavamat. Ich sag Ihnen, großartig. Heute in einer Welt mit Computern könnten wir das ja vielleicht ein bisschen systematischer angehen. Wenn Sie durch Osnabrück schlendern, dann werden Sie an den Haltestellen junge Menschen sehen, die auf ihr Smartphone starren. Was machen die da? Nun, die lesen ihre Mails und twittern. Ein Tweet ist eine Kurznachricht, bestehend aus maximal 140 Zeichen und wird geschickt nicht an einen Adressaten wie bei einer E-Mail, sondern an alle Twitter-User. Davon gibt es 300 Millionen auf dem Planeten. Und pro Sekunde schicken die 5000 Tweets. Die Firma Twitter gibt es seit 10 Jahren. Sie ist an der Börse 18 Milliarden Dollar wert, macht aber pro Jahr 600 Millionen Dollar Verlust. Man ist offenbar auf der Suche nach einem ordentlichen Geschäftsmodell. Und hier kommt mein Vorschlag. Wir finden heraus, wie die Twitter-User die Welt sehen, genauer gesagt, was sie vom Politiker X halten, vom Produkt Y und vom Hotel Z. Und dann verkaufen wir das an denjenigen, der es wissen will. Wie machen wir das? Nun, zunächst mal erstellen wir ein sogenanntes Stimmungswörterbuch. Da ist für jedes gängige Wort eine Zahl zwischen 100 und minus 100 abgelegt, die ausdrückt, wie positiv oder negativ dieses Wort besetzt ist. Also Worte wie hell, Glück, fröhlich haben Werte nahe bei 100 und traurig, bitter und dunkel haben Werte bei minus 100. Jetzt schreiben wir ein kleines Programm, welches zu einem Tweet mehrere Merkmale ausrechnet. Zum Beispiel der durchschnittliche Stimmungswert aller Wörter, die Zahl der lachenden Smileys, die Zahl der weinenden Smileys, die Zahl der Ausrufezeichen. Alles Zahlen, die wir also aus dem Tweet berechnen können. Jetzt stellen wir 10 studentische Hilfskräfte ein und besorgen uns eine Stichprobe von 10.000 Tweets. Und jeder Student muss jetzt mit gesundem Menschenverstand sagen, wie positiv oder negativ er diesen Tweet einschätzt. Anschließend werden alle Tweets, die einheitlich von allen Studenten bewertet worden sind, zusammen mit den errechneten Merkmalen einem Programm zum Trainieren vorgesetzt. Und dieses Programm erkennt jetzt automatisch den Zusammenhang zwischen den Merkmalen und den vorgegebenen Stimmungswerten. Herauspurzelt eine sogenannte Hyperebene. Das ist eine mathematische Formel, die uns nun ermöglicht, von einem beliebigen Tweet zu sagen, ob seine Stimmung eher positiv oder eher negativ ist. Und wenn jetzt die Firma AEG wissen will, wie die neue Waschmaschine so ankommt, dann greifen wir einfach ein paar tausend Tweets ab mit dem Schlüsselwort Lavamat. Und dann wissen wir mit wissenschaftlicher Gründlichkeit in etwa dasselbe, was Frau Müller schon eh gewusst hat, nämlich Lavamat 96% Zustimmung. Dankeschön.